Seit das erste von Carl Benz entwickelte Auto mit Benzinmotor am Silvesterabend des Jahres 1879 zum ersten Mal lief, sind 140 Jahre ins Land gegangen. Bereits am 29. Januar 1886 meldete Benz ein Patent für ein gasmotorbetriebenes Fahrzeug an. Der Kraftstoff hat sich inzwischen weiterentwickelt, jüngst mit dem Diesel nicht die besten Umweltschlagzeilen gemacht. Jedoch bekommt die Alternative des Gasantriebs nun in Zwickau, passend in die Dezember-Januar-Zeit des Erfindergeists von Benz, eine neue Qualität. Seit mehreren Jahren fahren die Fahrzeuge der ZEV sowie die der städtischen Verkehrsbetriebe Zwickau mit Erdgas. Bereits damit wurden deutlich weniger CO2- und Stickoxidemissionen freigesetzt. Bei einem Großunternehmen wie die SVZ kommt da schon etwas zusammen. Ja, unser größter Kunde ist die SVZ natürlich mit ihren Bussen. Und wenn man das Ganze mal aufsummiert, sind wir bei über 550.000 Kilogramm Erdgas, die pro Jahr hier vertankt werden. Im Jahr 2018 waren es genau 535.000 Kilogramm Erdgas. Das entspräche nach der Umstellung auf Biomethan einer Einsparung von ca. 2.075 Tonnen CO2 pro Jahr. 2018 fuhren 20 Fahrzeuge der ZEV 185.677 Kilometer bereits mit Erdgas und sparten damit 2,8 Tonnen CO2 ein. Nun kann genau diese Einsparung noch um ein Wesentliches erhöht werden. Es ist eine Erdgas-Tankstelle mit drei Zapfsäulen. Ja, die Technik dahinter ist sozusagen in der Lage, drei Säulen zu beliefern. Und was ist neu? Ja, ab 1.1. werden wir an der Tankstelle Biomethan zur Verfügung stellen und damit das herkömmliche Erdgas ersetzen. Die Einsparung wird um das Zehnfache verdoppelt, da Biomethan aus organischen Rest- und Abfallstoffen gewonnen wird und somit eine klimaneutrale Alternative zu fossilen Brennstoffen bietet und das ohne technische Konsequenzen für die Nutzer. Also hier an der Tankstelle werden ja die Busse bzw. auch Privatfahrzeuge betankt, die auf Basis von Erdgas bzw. zukünftig von Biomethangas fahren. Rein technisch gesehen ist keine Veränderung notwendig. Bleibt noch die Frage nach der Zeit, die der Nutzer für eine Betankung aufwenden muss. Bei E-Autos ist diese gegenwärtig noch relativ lang. Und mit Biomethan? Die Busse, die kennen das Thema, ja, die wissen, wie lange so ein Tankvorgang dauert. Bei privaten PKWs ist es nicht anders als bei einer normalen Tankstelle. Mit Autorisierung, Tankung und Bezahlvorgang können Sie davon ausgehen, dass Sie nach spätestens 5 Minuten die Stelle, an der Sie getankt haben, wieder verlassen. Anlaufpunkt für Biomethan ist ab 2020 die Bürgerschachtstraße 6.